Nachdem der Miele S223 Deluxe nach der Aufbereitung wieder so schön geworden ist, haben wir jetzt hier einen Miele S224 Elektronik. Der schaut zwar auf der Kamera wieder recht gut aus, aber in echt schaut der ordentlich schmutziger aus. Hier sind die Farben wieder nicht repräsentativ, das ist bedeutend oranger, als er hier auf der Kamera erscheint. Auch den habe ich relativ günstig erworben und auch dieser hier funktioniert angeblich. Leider hat der keinerlei Sauggarnitur dabei. Einzig und allein Fugendüsen und eine Polsterdüse, die wahrscheinlich nicht original sind, sind dabei. Mein Bestreben ist es, dem die gleiche Art der Wiederbelebung anzugedeihen lassen wie dem 223er. Der Beutel hier ist relativ voll, riecht auch, na doch, recht intensiv. Dort ist er aber ordentlich. Das ist hier schon ein Modell mit den weiß hervorgehobenen Tastensymbole und der Spardose auf der Saugkraftregelung, sprich schon ein Modell aus den 80er Jahren, nachdem der ja, wenn ich mich nicht täusche, 1978 eingeführt worden ist. Wenn man hier hinten das wieder hochhebt, der typische Abluftfilter. Hier ist einmal nicht richtig herumgesetzt, deswegen sieht man, dass das schräg ist. Ist aber kein Problem, der wird sauber gemacht werden beim anderen. Hier sieht man noch ganz gut den Schaumstoff, der normalerweise unter dem Abluftgitter ist. Der ist hier auseinandergebrochen, aber die zwei Teile sind noch vollständig vorhanden. Das heißt, wenn wir den dann zerlegen, werden wir das feststellen, wie der eigentlich einmal ausgeschaut hat. Angesteckt ist man hier mit der Elektronikregelung auf die niedrigste Stufendraht. Dann probieren wir es einfach mal aus. Jawohl, läuft. Schrauben wir mal auf. Ja, auch das funktioniert. Der ist bedeutend leiser, habe ich das Gefühl, als der 223er. Vielleicht liegt das aber auch an dem vollen Beutel. Ja, die Anzeige geht, man sieht es, wenn man zuhält, eine Zeit lang. Dann die Hand weg und leicht kurz auf. Da gibt es einen speziellen Trick, wenn man hier vorne reinlangen muss. Den habe ich aber noch nicht ganz raus. Na gut, also läuft er da einwandfrei, so wie sich das anhört, vorerst einmal. Kabeleinzug funktioniert auch und auch die elektronische Saugkraftverstellung. Gut, dann wäre jetzt hier vorgehe bei dem vorherigen Modell genauso. Das Ganze einfach einmal zerlegen und sauber machen. Schauen, ob nicht am Ende irgendwelche unerwünschten Überraschungen auftauchen. Flupp, da staubt es ganz schön. Boah, der Beutel ist richtig voll, ja, Wahnsinn. Der ist ja richtig schwer. Aha, ja, der gehört definitiv noch aus. Dafür schaut aber, glaube ich, der Motorschutzfilter noch einigermaßen gut aus und das scheint auch ein originaler aus einer Beutelpackung zu sein. Ja, den glaube ich kann man dabei noch belassen, einfach absaugen. Was haben wir denn da herin? Ah, das E da herunten ist interessant. Naja, gut, also, wie gesagt, ich werde ihn jetzt einmal zerlegen, sauber machen, zwischendurch einmal filmen und wenn es irgendwas Besonderes gibt, was
gezeigt werden soll, dann werde ich das noch einmal im Video dokumentieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder, wenn es an den Zusammenbau geht. So, kurzer Zwischenstand, haben wir jetzt da die Motoreinheit da. Eigentlich wie gehabt mit dem alten auch. Da haben wir hier den Schaumstoff zur Dämmung, den Entstörkondensator. Müssen wir uns den dann nachher genau anschauen, ob der Start ist oder ob man den über den Weg trauen kann oder ob man ihn lieber gleich weg tut. Unterschied hier, der Regler ist hier mit einer Murder befestigt. Ansonsten ist das eigentlich alles hübsch gleich. Kann man gleich hier mal schauen, der Schaumstoff, so schaut das aus, das ist ja dann da die zweite Hälfte herin. Ja, natürlich vollkommen porös, aber so in etwa hat der mal ausgeschaut. Gut, dann lege ich hier mal weiter. Also mittlerweile ist alles zerlegt, der ganze Elektromotor auseinanderbaut. Hier habe ich in dem Fall jetzt das Indikatorlamperl für die Staubbeutelfüllung drin lassen, weil das wird das Wasser in der Spülmaschine leicht vertrocknet, wie der Kollege gesagt hat. Diese ganzen einzelnen Kunststoffteile kommen jetzt alle in die Spülmaschine. Alle außer diese Orangen, weil die vertragen wohl die Spülmaschine nicht und verfärben sich recht stark. Deswegen werde ich mir auf die anderen Teile, die eine da kann, beschränken. Und dann werde ich den Rest händisch sauber machen. Ja, und auch die Gehäuseteile vom 224er sind der gleichen minutiösen und schonungslosen Reinigungsprozedur mit Essigreiniger und Malerpinsel unterzogen worden in jeder einzelnen Ritzen und Spalten wie auch die Gehäuseteile vom 223er. Also nicht, dass man meint, dass da hinter die Kulissen gepfuscht wird. Keineswegs. Hier geht es sehr genau und alle Teile werden bis auf den letzten Winkel und Spalt gereinigt, sodass sie absolut sauber sind. So, na, alle Teile wieder weitestgehend sauber. Es sind Handarbeit gemacht, die großen Sachen, also die orangen Sachen. Und vor allem innen wieder recht schön waren. Das andere Zeug, wie das schwarze habe ich in der Spülmaschine gehabt. Und es schaut auch wieder alles gut aus. Ja, also so ist es wieder schön sauber geworden. Da das Gitter. Man sieht schon, dass dieses Rot weniger farbstabil ist wie das Orange von dem 223er. Ja, weil gerade die roten Farbtöne, das weiß man ja schon von den Autolacke und so, die tendieren ja zum sogenannten Auskreiden. Das heißt, dass die so weißlich werden. Auskreiden ist da der entsprechende Begriff dafür. Man sieht es, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennen kann, ist wahrscheinlich schwierig. Innen, wo nichts hinkommt, da ist es relativ schön rot. Ja. Und außen wird es dann hier so weißlich milchig.
mit der Zeit. Ich habe jetzt einmal hier ausprobiert, auf der linken Seite das ein bisschen mit Cerafix zu behandeln. Mit dem Zeug, was man normalerweise für die Ceranfeldplatten hernimmt. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob das nicht ein wenig zu grob ist. Es funktioniert jedenfalls ganz gut. Der weißliche Belag ist weg. Ich muss nur sicher gehen, dass keine Kratzer reinkommen. Ja, sonst muss ich da zur Not nochmal nach einer feinen Politur schauen, aber ich habe jetzt nichts anderes da. Aber ich bilde mir zumindest ein, man sieht, dass das hier weniger diesen weißlichen Belag hat als da. Und auch wenn man drüber fährt, hört man ein wenig einen Unterschied. Ja, das kommt aber dann eh später. Jetzt werde ich als erstes einmal diesen ganzen Teilehaufen hier wieder zum Staubsauger zusammenbauen und dann schauen wir mal weiter, was wir mit der Oberfläche noch machen. Wiederum ganz minimalistisch zusammengesteckt, einfach schnell die Motoreinheit soweit zusammenbaut und hier reingelegt, noch unverschraubt. Da die Verbindung habe ich jetzt hier einfach einmal bloß schnell so hergelebt und auseinander, damit ich da nicht einen kurzen produziere irgendwo. Das kommt dann später, aber bevor ich jetzt weiter zusammenbauen möchte, natürlich erst einmal wissen, ob das Teil funktioniert. Also ich habe jetzt hier mal da auf Minimum auftrat, dann schauen wir mal. Und zwar gar nicht einmal schlecht, der meine geht gut. Ja, dann baue ich weiter zusammen. So, jetzt ist die Sauge wieder vollständig zusammengebaut. Alles wieder drin. Der alte Abluftfilter. Den Motorschutzfilter habe ich noch nicht verbaut, Beidel auch noch nicht. Der alte hier schaut zwar noch recht gut aus, haben wir abgesaugt, also den kann man als Notnagel noch verwenden. Er riecht allerdings typisch nach diesem alten Staubsauger-Modergeruch, deswegen werde ich jetzt erst einmal losfahren und neu absagen. Also Universalbachel, weil ich habe gerade keinen da. Ansonsten muss ich noch dazu sagen, optisch geht das natürlich so nicht. Ja, also das kommt auf der Kamera schlecht rüber, ein bisschen sieht man es. Also hier zum Beispiel, die Stelle habe ich schon mal ein wenig poliert, das noch nicht, also der kreidet halt einfach ziemlich stark aus. Das werde ich jetzt einmal nochmal mit Cerafix behandeln, dann schauen wir mal, ob das entsprechend Wirkung zeigt. Und falls das nicht ganz so gut geht, dann schwenke ich nochmal auf ein anderes Mittel um. Aber jetzt müssen auch auf der Seite hier noch diese ganzen Gebrauchsspuren weg. Das schaut noch nicht so sonderlich toll aus. Aber das wäre schon jetzt das erste Mal das Wichtigste, dass es wieder fertig zusammengebaut ist und an sich sauber und funktioniert. Eingesteckt habe ich jetzt einmal. Jetzt werden wir nochmal schnell einschalten. Wunderbar. Also funktionieren tut er. Jetzt kümmere ich mich einmal um die Politur und noch um Beidel und Torschutzfilter und dann schalte ich wieder ein. So,
Jetzt habe ich immer noch mal ein bisschen umdisponiert und doch nicht das Cerafix genommen, weil das nicht so gut gegangen ist, weil ich mir das eigentlich erhofft hätte, weil das schmiert mehr, als dass das wirklich so viel bringt. Aber jetzt einfach mal das ganze Gehäuse dann mit dem Kunststoffreiniger in einer mehrstündigen Arbeit gesäubert von diesen ganzen Fahrer und Flecken und so weiter und so fort befreit. Also es ist jetzt wenigstens wieder sauber, allerdings geht dadurch natürlich nicht dieser stumpfe Ton weg von dem ausgekreideten Kunststoff. Und da werde ich jetzt einmal im zweiten Durchgang schauen, dass ich da mit so einer Kunststoffpflege. Bei dem anderen habe ich die Seidenmatt genommen, die alte von 2011, die ich noch gehabt habe. Aber da habe ich jetzt einmal so eine gekauft und werde das einmal einsprühen und ein wenig einwirken lassen. Und dann schauen, ob es das bringt. Ansonsten werde ich, wenn ich mal wieder daheim bin, mit einer Politur nochmal versuchen nachzuarbeiten. Aus dem Lackpoliturbereich habe ich mehrere daheim, die habe ich bloß eben nicht da, deswegen kann ich das hier nicht machen. Ich wollte jetzt nicht extra neu kaufen. Aber jetzt probieren wir einmal aus, wie diese Kunststofftiefenpflege glänzend funktioniert, hochglänzend. Und dann schauen wir mal noch weiter. Dann habe ich da noch für die Motorschutzfilter diesmal ein bisschen andere gekauft. Einfach mal zum Ausprobieren, wie die so sind. Da mal so eine dunkler von so einer Hausmarke Xawax. Die sind ein wenig dicker. Hat mich bloß einmal interessiert, wie die sind. Das sind drei Stück herin. Ja, so schauen die aus. Auch ganz Motorschutzfilter typisch durchlässig. Da glaube ich, muss ich gar nicht viel zuschneiden, wenn ich mir das so anschaue. Das darf halt eigentlich ganz gut passen. Mal das dann einmal ausprobieren. Genau, dann versuche ich das einmal mit der Politur und dann schalte ich wieder ein. Okay, soweit, so fertig wie möglich. Dann jetzt mit der Kunststoffpflege nochmal behandelt. Leider ist es wieder einmal typisch, die neue Kunststoffpflege, die ich da gekauft habe. Und das hat nichts damit zu tun, dass das eine glänzende und das andere Seidenmatt ist. Die haben es wieder irgendeinen Duftstoff rein, die stinkt wieder dermaßen grausig. Ich weiß nicht, was das immer soll. Wohingegen die hier, die ich 2011 gekauft habe, gleicher Hersteller, gut, das ist Seidenmatt, aber das ist wurscht, weil das ist bei der anderen genauso. Die riecht total neutral, ja, und ist antistatisch. Und die hier, die hat schon wieder so einen kreislichen Geruch. Es ist wieder der Klassiker, sage ich jetzt mal. Naja, gut. Sei einmal dahingestellt. Jedenfalls habe ich den Sauger jetzt so gut damit behandelt, was gegangen ist. Ist nicht optimal. Also, der ist schon noch ordentlich stumpf, sage ich jetzt mal. Aber das ist jetzt das Maximale, was ich mit den Mitteln rausholen kann. Also man sieht schon, wenn man hier so ein bisschen dagegen schaut, die Auskreidung von diesem Lack. Aber besser als nichts, einmal auf alle Fälle. Sehr positiv überrascht war ich da von diesem Motorschutzfilter, den ich da gekauft habe. Ja, den habe ich jetzt recht geschnitten, das ist ein wenig dickerer. Der hat hier super drin Platz. Und da ist auch nur wenig Verschnitt übrig geblieben. Ja, also das hier, das ist eigentlich eine saubere Lösung. Und der ist ein wenig stabiler wie der von Swirl. Er ist zwar schwarz und man sieht da durch den Dreck nicht so gut, aber trotzdem bin ich mit dem ganz zufrieden. Jetzt schauen wir den hier gleich mal ein. Dabei sitzt. Gut, und dann brauchen wir natürlich noch einen Staubbeutel. Der alte, der da drin war, der war gesteckt voll und total schwer. Also ich weiß nicht, was der da gesaugt hat damit. So. Also dann schauen wir mal hier unten in diese Nasen einrasten und dann hier oben drüber stülpen. Zack. Jawohl. Messer stimmen. Messert Stimme. Ein bisschen O-Drucker. Aber ohne ihn zu zerrissen.
drücken. Ja. So. Genau. Und dann machen wir hier zu. Dann darf ich sagen, Abluftfilter haben wir drin. Wir klauen uns die Sauggarnitur einstweilen von dem 223er. Müssen wir hier den Klickring rausmachen. Und da den bringe ich wahrscheinlich so nicht raus, da brauche ich ein Werkzeug. Ja, mit Werkzeug geht der hier raus. So schaut das da aus. Dieses Klicksystem bei Miele ist sehr praktisch. Auch bei Siemens geben. Und dann einfach da, zack, rein damit. Und schon, ja, sieht man die zweimal nebeneinander. S223 Deluxe, S224 Elektronik, beide Baujahr 1980er. Der eine vom April, der andere vom Februar, also zumindest steht das auf der Elektronikplatine drum. So, und dann können wir den jetzt mal aktivieren, final. Ich hole mir mal schnell ein Kabel. Auf los geht's los. Läuft wunderbar leise. Auch ohne den Schaumstoff hier oben drin, den habe ich wieder bei dem 223 rauslassen. Dann nehmen wir uns hier gleich zu Anfang ein bisschen an Natron. Obwohl der jetzt nicht irgendwie stinkt, bloß ein bisschen riecht er noch, ist das immer ganz gut, wenn man da ein wenig was aufsaugt. Gas. Verwirbelung macht und dann leicht den Lampen.
Jawohl. Also hier drin, mal schaut, genau da wo die Spitzen von meinem Zeigefinger hier deit. Wollen wir uns mal einer halten. Das geht aber nur, wenn man vorher aufdreht. Das ist einfach. Jetzt. Ja. Wunderbar. Jetzt habe ich den Trick mit der Anzeige auch heraus, wie das funktioniert. Wir werden mit dem anderen nochmal testen, aber bei dem geht es ja auch, wenn wir gesehen haben. Ja, ansonsten muss ich sagen, bin ich jetzt doch auch mit dem recht zufrieden, muss ich sagen. Also für das, wie der vorher ramponiert ausgeschaut hat und ausblacht, ist er jetzt doch wieder einigermaßen schön geworden. Laufert oder auch gut. Regulierung funktioniert einwandfrei. Das ist super. Motorschutzfilter, Abluftfilter. Das einzige, was ich jetzt noch brauche, ist eine Sauggarnitur, weil die, die da drauf ist jetzt, die habe ich ja nur von dem da gestohlen und die gehört auch dort wieder hier. Da passt auch die von der Nachfolgeserie. Es sind im Wesentlichen drei Kriterien wichtig. Es braucht das Klicksystem. Aber das ist bei Miele relativ typisch, das haben alle Eltern, auch noch die aus den 90er Jahren teilweise, also die Nachfolgeserie zum Beispiel 234i und so weiter. Und dann soll es der abgewinkelte Griff sein mit diesem Lufteinlass. Den gibt es auch zum Beispiel in dunkelgrau mit weißem Griff, also die Farbe ist vollkommen egal, es geht nur um die Form. Ja. Und es soll die Teleskopstange sein, den man hier in der Mitte auseinanderschrauben kann, sodass man es dann zusammensteckt. Und diese Art von Düsen optimalerweise, von Bodendüsen. Ja, die gibt es auch wiederum in Schwarz zum Beispiel oder in irgendwelche anderen Farben. Also wie gesagt, farblich ist egal, nur auf die Form kommt es an, es soll halt zusammenpassen. Also nach Möglichkeit nicht eine weiße Düsen und einen schwarzen Handgriff und so weiter, sondern halt einigermaßen einheitlich. Schlauch ist leicht aufzutreiben, aber wer so ein Ding haben soll, das hier drauf passt, da darf ich mich freuen, wenn er sich bei mir melden darf. Vielleicht wären wir uns da über was einig. Da sind sie jetzt Seite an Seite. Links Miele Deluxe S223 von 1980 und rechts Miele Elektronik S224, ebenfalls von 1980. Einmal Colorado-Gelb und einmal Ziegelrot. Wieder zwei Geräte in die Sammlung aufgenommen und erfolgreich aufbereitet.